Früher war ich ein unverheirateter Mensch. Ich dachte immer, dass ich allein glücklicher sein würde. Auf einer Party lernte ich jedoch meinen jetzigen Ehemann kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick und unsere Romanze entwickelte sich sehr schnell. Es dauerte nicht lange, bis wir anfingen, über unser zukünftiges Leben und unsere Familie nachzudenken. Obwohl ich mir vorher nie Kinder gewünscht hatte, begann ich, als ich meinen Mann kennenlernte, mir eine ganze Familie vorzustellen, in der die Kinder gemeinsam aufwachsen. Da ich über 35 Jahre alt bin, könnte sich eine Schwangerschaft für mich schwieriger gestalten. Ich habe gelernt, dass ältere Mütter anfällig für viele Gesundheitsrisiken sind. 6 Monate nach meiner Heirat erfuhr ich unerwartet, dass ich schwanger war. Die Nachricht kam für meinen Mann und mich sehr überraschend, und wir waren beide sehr glücklich und aufgeregt. Obwohl wir uns manchmal Sorgen machten, ob wir für ein Baby bereit waren, fühlten wir uns auch voller Liebe und Vorfreude. Wir begannen, alle möglichen Vorbereitungen für das kommende Kind zu treffen. Gleichzeitig nahmen wir einige Veränderungen in unserem Leben vor, z.B. konzentrierten wir uns mehr auf gesunde Ernährung und Lebensgewohnheiten, um die Gesundheit und Entwicklung des Fötus zu gewährleisten. Mein Mann war während der gesamten Schwangerschaft sehr fürsorglich. Er hat regelmäßig für mich gekocht. Wir planten auch gemeinsam die Erziehung und Entwicklung unseres zukünftigen Kindes und stellten uns ein besseres Leben nach der Geburt vor. Als ich im 2. Monat schwanger war, wurde ich oft krank und fühlte mich nicht in guter Verfassung. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich älter war und mein Körper weniger resistent gegen Viren war. Obwohl ich sehr auf mich achtete, konnte ich die Krankheit nicht ganz vermeiden. Später wurde mein Sohn ohne Probleme geboren, und mein Mann und ich waren beide sehr glücklich. 3 Monate nach der Geburt meines Sohnes wurden meine Kopfschmerzen immer schlimmer. Eines Tages war ich allein zu Hause, um mich um das Baby zu kümmern. Nachdem ich meinen Sohn gerade ins Bett gebracht hatte, verspürte ich Durst und wollte in die Küche gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen. In dem Moment, in dem ich aufstand, hatte ich das Gefühl, als würde sich der ganze Raum drehen. Ich versuchte, mich auf den Beinen zu halten, spürte aber bald eine Schwäche in meinen Fußsohlen. Meine Augen begannen jedoch zu verschwimmen, und ich spürte, wie mein Bewusstsein zu schwinden begann. Als ich meine Augen wieder öffnete, merkte ich, dass meine Seele meinen Körper verlassen hatte. Ich war verwirrt und verängstigt und wusste nicht, was mit mir geschehen war. Ich sah meinen Körper auf dem Boden liegen, als ob ich eingeschlafen wäre. Ich sah, dass mein Sohn in seinem Kinderbettchen schlief. Ich geriet in Panik, und meine Stimmung wurde immer ängstlicher. Ich wollte mein Kind nicht verlassen, ich wollte mein Leben nicht aufgeben, ich wollte meinen Sohn aufwachsen sehen. Ich begann zu versuchen, in meinen Körper zurückzukehren, aber alles schien ein sinnloses Unterfangen zu sein. Meine Seele schien nicht in meinen Körper zurückkehren zu können, was mich mit einem überwältigenden Gefühl der Verzweiflung zurückließ. In dieser verzweifelten Situation dachte ich an Gott. Ich betete zu Gott: Gott, bitte, jetzt ist nicht die Zeit für mich zu gehen, mein Sohn braucht mich. Mein Gebet wurde erhört. Plötzlich sah ich eine Tür in der Luft des Zimmers erscheinen, eine Tür, die ganz besonders aussah, als wäre sie aus Wolken. Obwohl ich ein gewisses Unbehagen und eine gewisse Unsicherheit verspürte, wusste ich, dass ich hineingehen und einen Blick darauf werfen musste. Als ich durch die Tür ging, spürte ich eine wunderbare Ruhe, als ob ich von einer Atmosphäre der Liebe umgeben wäre.
Es war ein Raum des Nichts, es gab keine Materie, nur reine Energie. Ich fühlte mich sehr leicht und frei, frei von den Zwängen und Begrenzungen meines Körpers. Obwohl dieser Raum keine physische Präsenz hatte, fühlte ich mich durch seine Anwesenheit und Energie unendlich viel wärmer und wohler. Es ließ mich glauben, dass ich niemals allein sein würde. Plötzlich erschien ein helles Licht vor mir. Ich hatte das Gefühl, dass der ganze Raum von diesem hellen Licht erhellt wurde. Neugierig ging ich vorwärts und versuchte, das Geheimnis dieses Lichts zu entdecken. Als ich mich dem Licht näherte, sah ich eine Gestalt vor mir erscheinen. Er trug ein weißes Gewand und sah sehr groß aus, aber ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Obwohl ich sein Gesicht nicht sehen konnte, spürte ich seine Heiligkeit und Kraft. Ich wusste, dass dieser Mann Gott war. Ich spürte, wie meine Seele vor ihm klein wurde. Gott sagte mir, dass meine Zeit noch nicht gekommen sei und dass ich noch nicht in dieses Licht eintreten könne. Deine Kinder brauchen noch deine Fürsorge. Ich sagte Gott, dass ich zu dir bete, damit du mir hilfst, wieder in meinen Körper zu kommen. Ich sagte zu Gott, ich will noch nicht zurück, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Gott antwortete, sicher. Ich fragte Gott, warum manche Menschen bei Nahtoderfahrungen Engeln und dir begegnen und andere nicht. Gott antwortete sanft, weil jede Seele ihren eigenen Weg hat, und manche brauchen mehr Führung und Hilfe, während andere ihren Weg schon gefunden haben. Gott fuhr fort zu erklären, dass manche Menschen sich im Leben verloren und orientierungslos fühlen und ihren Glauben und ihre Richtung wiederfinden müssen. Die Engel und ich werden sie wieder auf den richtigen Weg führen. Manche Menschen haben ihren Glauben und ihre Richtung im Leben bereits gefunden und brauchen keine zusätzliche Führung oder Hilfe. In einer Nahtoderfahrung werden sie also vielleicht nicht Engeln und Gott begegnen, sondern etwas anderes erleben. Gott erinnerte mich daran, dass die Menschen ihrem Herzen und ihrer Intuition vertrauen müssen, denn das ist der Schlüssel, um ihre eigene Richtung zu finden. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass der Weg eines jeden Menschen anders ist und dass man andere nicht zwingen kann, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich hatte eine Abtreibung, als ich 25 Jahre alt war. Dadurch fühlte ich mich sehr schuldig. Also fragte ich Gott, ich weiß, dass Abtreibung etwas Schlechtes ist, aber ich möchte wissen, was genau die schlechten Auswirkungen sind. Gott antwortete, dass Abtreibung eine falsche Praxis ist, und erklärte, warum. Abtreibung ist eine Verletzung des Lebens. Jedes gezeugte Leben hat ein Recht darauf, geschützt zu werden, und durch die Abtreibung wird dieses Recht verletzt. Eine Abtreibung hat Folgen für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Für den Einzelnen kann ein Schwangerschaftsabbruch zu körperlichen und psychischen Traumata führen, die lange anhalten können. Die Menschheit sollte jedes gezeugte Leben respektieren. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um denjenigen, die mit Schwierigkeiten in der Schwangerschaft und bei der Geburt konfrontiert sind, Unterstützung und Hilfe zu bieten, anstatt sich für eine Abtreibung zu entscheiden. Dann zeigte mir Gott dieses Bild. Die Seele eines Kindes, das auf der Suche nach einem warmen und glücklichen Zuhause ist. Dieses Kind hat viele Familien gesehen, aber es hat nicht das Zuhause gefunden, das es gesucht hat. Schließlich sieht es eines Tages ein Paar, das voller Liebe und Fürsorge ist und sich gegenseitig so viel gibt. Das Kind beschloss, dieses Paar als seine Eltern zu wählen. Doch 2 Monate später hat das Paar Beziehungsprobleme. Das Mädchen beschließt, das Kind abtreiben zu lassen. Am Ende war ein neues Leben verloren.
Ich schämte mich so sehr, aber Gott gab mir keine Schuld. Er erinnerte mich daran, dass jeder Mensch Fehler macht und dass ich durch Nachdenken und Veränderung Erlösung und inneren Frieden erlangen kann. Gleichzeitig erinnerte er mich daran, dass jedes Leben kostbar ist und respektiert und geschätzt werden muss. Am Ende fragte ich Gott, ob ich den Himmel besuchen dürfe, und er lächelte und nickte mit dem Kopf. Ich fühlte mich so aufgeregt, dass ich seine Hand festhielt. Dann verschwanden wir plötzlich an demselben Ort. In der nächsten Sekunde tauchten wir an einem fremden Ort auf. Ich fand mich in einer wunderschönen Umgebung wieder. Unter meinen Füßen war smaragdgrünes Gras, das sich weich und angenehm anfühlte. In der Ferne befand sich ein wunderschöner Wasserfall, dessen Wasser von oben herabstürzte und ein angenehmes Geräusch von sich gab. Die Luft hier ist sehr frisch und ich fühle mich sehr wohl und entspannt. Ich blickte nach oben und sah eine riesige Stadt in der Luft schweben. Die Stadt bestand aus vielen hohen Gebäuden, Palästen und Skulpturen. Die Stadt war von einem Wald und einem ruhigen See umgeben, der sehr friedlich und schön aussah. Unterhalb der Stadt befanden sich kleine Dörfer. Die Häuser sahen sehr schön aus. Die Häuser sind von Gärten und Teichen umgeben. Einige Kinder rannten und spielten hier und sahen sehr glücklich aus. Alles hier war so schön und perfekt, dass ich das Gefühl hatte, ich sei in eine Traumwelt eingetreten. Ich drehte meinen Kopf, um Gott anzusehen, und er sah mich mit einem Lächeln an. Er sagte, das ist der Himmel, und die Menschen hier haben immer Glück und Freude. Mein Herz war von Dankbarkeit erfüllt. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Gelegenheit haben würde, eine so wunderbare Welt zu betreten. Während ich noch die Schönheit vor mir bewunderte, glaubte ich, das Weinen eines Babys zu hören. Es war mein Sohn, der weinte. Ich wusste, dass ich jetzt zurückgehen musste. Ich musste zurückgehen und mich um mein Baby kümmern. Ich hob meinen Kopf und schaute zu Gott. Plötzlich umhüllte mich eine Wärme, und dann war ich wieder in diesem Nichts. Ich ging durch die Tür und dann zurück in die reale Welt. Ich fühlte mich, als ob ich aus einem Traum aufgewacht wäre. Ich sah, dass die Tür in der Luft verschwunden war und die reale Welt wieder vor mir auftauchte. Ich versuchte, meinen Körper zu bewegen, aber ich konnte es nicht. Ich fühlte mich wie ein wandernder geistiger Körper, unfähig, meinen Körper zu kontrollieren. Ich wusste, dass mein Geist sich wieder mit meinem Körper verbinden musste, um die Fähigkeit, mich zu bewegen, wieder zu erlangen. Ich begann zu versuchen, mich zu verbinden. Aber mein erster Versuch schlug fehl. Ich hörte die Schreie meines Sohnes und wurde immer ängstlicher und unruhiger. Aber ich gab nicht auf. Ich konzentrierte mich erneut und versuchte, meine Seele wieder mit meinem Körper zu verbinden. Ich spürte, wie eine wunderbare Kraft in meinen Körper zu fließen begann. Mein Körper erlangte allmählich seine Bewegungsfähigkeit zurück. Der Prozess war nicht einfach. Ich spürte einen starken Schmerz, als ob mein ganzer Körper heftig zitterte, aber ich gab nicht auf. Schließlich gelang es mir, wieder in meinen Körper zu gelangen. Als ich mich wieder bewegen konnte, verspürte ich einen intensiven Rausch der Erregung. Ich ging zum Bettchen meines Sohnes und hob ihn hoch, während seine Schreie allmählich verstummten. Ich spürte, wie mein Körper allmählich zurückkehrte und ich wieder ein ganzer Mensch war. Dieses Erlebnis liegt über 10 Jahre zurück, aber ich kann mich jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, deutlich an alle Einzelheiten erinnern.
Dieses Erlebnis war eine der erstaunlichsten und lohnendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich danke Gott, dass er für mich da war, als ich ihn am meisten brauchte. Damals hatte ich das Gefühl, dass meine Seele ihre Richtung und ihr Ziel verloren hatte. Aber Gottes Gegenwart gab mir wieder Hoffnung und Kraft. Jetzt wird mein Sohn bald 18 Jahre alt. Ich danke Gott dafür, dass ich an seiner Seite sein darf. Es schaudert mich, wenn ich daran denke, wie mein Sohn all diese Jahre verbracht hätte, wenn ich damals tatsächlich gestorben wäre. Mein Herz ist voller Dankbarkeit, weil ich miterleben dürfte, wie mein Sohn wächst und Fortschritte macht. Er ist immer unabhängiger und selbstbewusster geworden, und er übernimmt immer mehr Verantwortung. Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt, weil ich ein gesundes und glückliches Kind und eine vollständige Familie habe. Ich schätze jetzt jeden Augenblick in meinem Leben, und das hat mich dazu gebracht, mehr an Gottes Willen und Vorsehung zu glauben. Egal, was in der Zukunft passieren wird, ich werde für jeden Menschen und jedes Ereignis in meinem Leben dankbar sein, denn sie sind alle wertvolle Geschenke Gottes.